Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Heute mit einem Lot österreichischer Münzen, die ich wohlgemerkt geschenkt bekommen habe. Also wirklich ein Spitzenlot, wie ich finde. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich mache nochmal ganz kurz einen Cut rein und hole mir noch einen Handschuh. Bis gleich. Und los geht es jetzt mit Österreich. Zu Beginn haben wir hier zwei Kreuzerstücke. Der erste von 1763, Prägestätte Karl. Und der zweite von 1779 G. Gucken, ob der Fokus mitmacht. Ja, er macht mit. Sehr schön. Hier ein 15 Kreuzer Stück von 1807. Und hier das 30 Kreuzerstück dazu mit Schrödlingsfehlern, wie man hier erkennen kann. Zum Beispiel neben dem B oder auch die Punkte oben links neben der 30. Sieht dann auf der anderen Seite so aus. Also von der Erhaltung her wirklich noch sehr schön. Beziehungsweise eine sehr gut erhaltene Münze, wie ich finde. Ein Viertelkreuzerstück von 1816 B. Gucken, ob ich den so greifen kann. Das ist mit den Handschuhen ein bisschen schwierig bei dünnen Münzen. Na, da war er gerade so. Gucken, wie rum ist er jetzt. Ein Stück so. Genau. Dann ein 5 Zehntel. Müsste auch noch Kreuzerstück sein, glaube ich, von 1860 A. Dann ein 2 Heller Stück von 1896. Und ein prägefrisches 20 Heller Stück von 1893. Also diese Münze ist wirklich richtig toll. Wenn man die in Natura so sieht, ist also ein Top-Exemplar. Dann ein 3 Kreuzerstück von 1840. Ein Viertel Florin von 1858. Eine Krone Stück müsste das sein. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht ganz. Von 1893. So. Da ist er. Ein halber Groschen von 1926. So, hier sieht man auch schon die nächste Münze. Dazu kommen wir natürlich auch gleich. Eine
Eine Schillingmünze von 1925. Dann ein schönes 2-Schilling-Stück von 1928. Und noch die große Münzen, 5 Schilling von 1962 und 10 Schilling von 1957, beide in Silber damals noch ausgegeben am Anfang. Der Fünfer hat dann auch seine Rückseite behalten, seine Motivseite. Und bei den 10 Schilling wechselte das Motiv dann nochmal. Da haben wir jetzt bei den Silbermünzen noch dieses Schild hier auf der Rückseite. Ja, so viel zum Video für heute. Wie gesagt, ein schönes Lot Österreich. Diese beiden Zeilen hier mit Silbermünzen und hier oben Kupfermünzen und Nickelmünzen. Und Nickelmünze, die eine hier. Also wie gesagt, ein tolles Lot als Geschenk, gleich noch dreimal so gut. Und ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!